arme Landwirt und das zu Recht auch der Wattendiamant genannt. Das Vorfeld des Deichs bietet Lebensraum für viele Tierarten. Folgt man den Blicken der Strandwächter in der Ballumer Bucht, eröffnet sich uns ein anderer Lebensraum, das Watt, im Wandel von Ebbe und Flut. In der Weitläufigkeit und Einsamkeit geht es zurück zur Natur. Die verschiedensten Besucher hinterlassen während der Ebbe ihre Spuren im Watt. Zwischen Ballum und Hollum befindet sich die Quetzbar, ein großer Naturschutzbereich, welcher Tausenden von Vögeln Brut- und Nistplätze bietet. Aus verständlichen Gründen ist der Zugang verboten. Dem Menschen aber verbleibt dennoch genügend Watt. In den Jahren 2015 bis 2018 ist der Zugang zum Watt eingeschränkt und oft bleibt nur der Wattenbalkon über. Hier wird auf einer Länge von 16,5 Kilometern der gesamte Deich zur Sicherung der Insel um 35 cm erhöht. Ballum, das kleinste Dorf Amelands, hat ca. 400 Einwohner. Hier ist auch das Hotel Nobel mit seinem einzigartigen Likör, dem Nobelchen. Bis vor wenigen Jahren war der Nobelchen nur hier im Hotel käuflich zu erwerben und viele Amelandbesucher nahmen einen entsprechenden Vorrat für sich, aber auch für Freunde mit aufs Festland. Zu Ballum gehört auch der Flughafen der Insel. Rundflüge über Ameland, aber auch Tagesausflüge zu den benachbarten Inseln wie zum Beispiel Texel oder auch nach Helgoland sind hier im Angebot. Für ganz Wagemutige, Fallschirmspringen, Tandemspringen ist aber auch möglich. Wer selbst nicht in die Höhe möchte, lässt andere hochsteigen. Drachentreffen am Strand. Nimmt man den zur Wattseite gelegenen Verbindungsweg von Ballum nach Hollum, den Ridderweg, so muss man auf halbe Strecke einen Halt einlegen, denn hier gibt es unzählige Käsesorten in der Ameländer Käserei. Bei Hollum, Bornriff, der Leuchtturm der Insel. 1880 erbaut
aber seit 2005 nicht mehr im offiziellen Betrieb. Für Besucher bietet er wunderbare Ausblicke auf Ameland und auch auf die Nordsee. Das alte Kapitänsdorf Hollum bietet mit seinen 1300 Einwohnern, wie alle anderen Dörfer der Insel, regelmäßig interessante Veranstaltungen an. Auch die Ameländer spielen Dudelsack. Die Senfmühle in Hollum bereitet noch heute auf traditionelle Art den Ameländer Mustard zu. Eine ganz besondere Attraktion gibt es hier. An verschiedenen Tagen im Jahr wird das alte Rettungsboot Ameland von 8 Pferden ins Wasser gezogen, so wie in alten Zeiten im Echteinsatz. Ein Publikumsmagnet. Mensen het strand op. Zometeen worden de paden naast de reddingboot gezet. Wordt de reddingboot gelanceerd en dan blijf je een kwartiertje rondvaren. Dan wordt hij weer binnengehaald. Ja, wie heeft er nog voor de armen? Je moet niet binnen. Dat kan volgend jaar. Nog iets. Kijk, dan moet het wel blijven. Dieses Spektakel wird allerdings immer noch überschattet von einem dramatischen Vorfall im Jahr 1979, als alle Pferde in eine Meerestiefe gerieten und dort zu Tode kamen. Das Pferdegrab erinnert daran. Auch kulinarisch braucht sich Ameland nicht zu verstecken. Überall auf der Insel sind die Angebote groß. Vom Oizmeiter bis zum Steak, vom Apfelkuchen bis zu den Bolletjes. Besonders gemütlich ist es in den Strandpavillons an den Stränden der einzelnen Ortschaften. Sonnenuntergänge in vielfältiger Weise lassen am Abend die Ruhe einkehren.